Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Deutschen Biz Talk und heute eine gewisse Premiere, weil heute moderiere ich das erste Mal gemeinsam mit Nadja Kahn. Hallo Nadja. Hallo, und ich freue mich riesig dabei zu sein, lieber Dirk. Das ist wirklich toll. Und so werden wir das auch, wir werden gemeinsam in Zukunft bei Biz Talk viel Spaß haben und von hier aus wünschen wir dir, liebe Vanessa, viel Stärke für den Umzug. ja, heute haben wir wieder einen tollen Gast, Henning Königke. Was kann ich jetzt sagen zu Henning? Familienunternehmen, Generation und eine Familie, für die Messe sowas wie Zirkusluft ist. Und da steht eine spannende Geschichte dahinter, aber die will ich jetzt ja gar nicht groß erzählen, sondern ich lasse dich gleich mal ran. Henning, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, hallo zusammen. Das heute auch gleich in der Premiere, auch für mich. Das ist ja sensationell. Ich bin total begeistert. Ja, du hast es wunderschön eingeleitet. Eine Familie, die für das Messewesen lebt. Wir haben früher mal einen Satz geprägt, der hieß immer, wir haben das Messevirus im Blut. Das kann man heute natürlich irgendwie ein bisschen nicht mehr so gut ausführen, diese Aussage, aber es trifft natürlich oder es sagt natürlich auch aus, wofür wir stehen und wofür wir leben. Unsere Familie ist jetzt in der dritten Generation mittlerweile Messemacher und uns hat es eigentlich von Großvaters Zeiten kurz nach dem Krieg über die verschiedenen Wirtschaftsphasen dieses Landes, der Nationen, aber auch der Welt hinweg bewegt, immer wieder Menschen zusammenzubringen, Treffpunkte zu generieren und einfach Live-Events aufzusetzen. Ja, und da sind wir mittlerweile stolz, Thilo Königke, mein Cousin und ich zusammen das Unternehmen der dritten Generation führen zu dürfen. Ja, und wir haben natürlich eine spannende Phase hier gerade, wo wir übernommen haben. Das ist auch wirklich, wirklich Ja, das beeindruckend. ist mit Sicherheit so. Wirklich beeindruckend. Und sag mal, da war doch vor 2 Tagen, gab es doch große Entscheidungen. Und ich möchte so gerne wissen, das interessiert mich brennend, was tut sich für euch? Wie sieht da die Zukunft aus? Mittlerweile ist es ja so, und ich denke, das geht fast jedem Veranstalter so, man hat ja zu diesen Bund-Länder-Konferenzen und zu den Pressekonferenzen, die danach stattfinden, schon fast immer wie so ein Livestreaming. Man trifft sich in irgendeinem Ort oder man schaut sich das an und hofft natürlich und steht stark dahinter, dass es jetzt endlich eine Besserung gibt oder dass es jetzt endlich Aussagen gibt, mit der wir perspektivisch was anfangen können. Ja, das war natürlich auch jetzt vor 2 Tagen so und wir hatten auch gehofft, dass die nächste Bund-Länder-Konferenz uns eine gewisse Perspektive aufzeigen kann. Der Corona-Inzidenzwert und die entsprechenden dahinterliegenden Zahlen, die ja so immer noch als Grundlage genommen werden, haben uns diese Hoffnung auch im Vorfeld schon ein bisschen geraubt. Und am Ende war dann klar natürlich, dass es wieder viele, viele Themen gab. Wir haben heute gehört, es wurde 5 Stunden über Mallorca-Urlaub diskutiert. Aber es war dann am Ende irgendwann auch leider klar, dass das Thema Veranstaltungswirtschaft und auch ganz viele andere Themen aus der freien Wirtschaft auf der Strecke bleiben und momentan wieder nicht bearbeitet sind. Also nicht mal nur, es gibt noch keine Öffnungsperspektive, wir müssen gucken, wenn sich das so und so entwickelt, dann dürft ihr wieder. Nee, sondern es gibt ja gar keine Botschaft, es gibt gar keine Nachricht. Und das ist was wir nicht nur als Unternehmer, sondern wir auch natürlich im Verband sehr stark kritisieren und auch da mit den Politikern durchaus im aktuellen permanenten Austausch stehen. Unsere Botschaft kommt auch an, aber wir stehen mit dem Veranstaltungswesen in einer sehr öffentlichkeitswirksamen Position und hier traut man sich noch nicht wirklich, uns Botschaften auch mitzuteilen. Wahnsinn. Verstehe ich das richtig, dass da noch nicht mal Salamitaktik stattfindet? Also es wird jetzt noch nicht mal gesagt, ja, das wird schon alles besser, lass uns mal in 2 Wochen schauen. Also nicht mal das? Also dieses Streicheln findet natürlich in regelmäßigen Abständen schon statt. Nur die Salamitaktik ist ja immer so, die Salami hätte irgendwann ein Ende, ne? Und das läuft ja jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr so. Und da muss ich einfach sagen, klar, natürlich wird uns immer wieder mitgeteilt, wir haben euch auf dem Schirm, ihr seid eine wichtige Branche und es ist auch ganz wichtig, dass das Messewesen wieder anläuft, Motor der Wirtschaft wird erwähnt. Das ist für uns natürlich eine gewisse Motivation, aber die hat natürlich ein Ende, wenn nicht irgendwann auch mal klar gesagt wird, passt auf, Freunde, es geht jetzt im Moment noch nicht, die Zahlen passen noch nicht, das wäre ja auch in Ordnung, wenn man das so sagt. Aber wir alle setzen uns das gemeinsame Ziel im Juni, im September, ganz egal. Wir setzen uns ein gemeinsames Ziel. Wir sagen, im September wollen wir uns wieder live treffen. Bis dahin muss das und das passieren. Und das ist ja im Endeffekt wie eine Projektplanung. Wir machen eine Meilensteinplanung und bis September muss das passieren im Impfprozess, im Schnelltestprozess und so weiter, dass wir dann gemeinsam ein Ziel erreichen können. Und dann könnten wir Politik und Wirtschaft auch an einem Strang ziehen.
Momentan laufen wir eher so nebeneinander her und gucken so ein bisschen über die Schulter, was der andere macht. Wie viel Vorplanung braucht ihr mindestens, um wirklich eine Messe auf den Weg zu bringen? Normalerweise, also wenn man uns da früher vor Corona gefragt hätte, hätte ich gesagt, naja, so normalerweise, wenn eine Messe stattfindet, ist die nächste in der Planung. Das heißt, bei regionalen Schauen ist es eher so ein Jahr. Bei großen internationalen Geschichten sind es dann 2 Jahre, die man in der Vorbereitung aufwendet. Jetzt sind wir da schon deutlich zurückgerudert. Also wir haben vor kurzem ein regionales Event in Nürnberg in der Planung gehabt und hatten da gesagt, wir stellen uns von vornherein so auf, wir setzen das Projekt so auf, dass wenn wir 6 Wochen vor dem Event Bescheid bekommen, ja, ihr dürft, dann schaffen wir das auch noch. Das wird natürlich nichts gigantisch Großes. Da werden nicht Zehntausende Leute kommen, sondern vielleicht eher Tausende oder vielleicht Hunderte, wer weiß es auch. Aber trotzdem, uns hätten die 6 Wochen gereicht. Also wir rudern da schon gewaltig zurück und straffen unsere Planungen. Für große internationale Geschichten wird das natürlich eng, aber für kleine Events ist das machbar. Aber ihr habt doch auch sicherlich der Politik Maßnahmen angeboten, mit denen ihr ja Garantien auch abgeben könnt. Was sind das für Maßnahmen, die ihr vorgeschlagen habt und wie stellt ihr euch den Weg vor? Das haben wir schon letztes Jahr im Mai gemacht, eigentlich nach dem ersten Lockdown, wo wir gesagt haben, die Branche weiß, wie man mit Crowdmanagement umgeht. Die Branche weiß, wie man mit speziellen Lagen umgeht. Und da ist auch ganz klar, man muss da auch mal zurückdenken, gab ja immer wieder so Situationen, sei es Terror, sei es der 11. September oder solche Geschichten. Wir mussten uns ja schon immer einstellen. Eingeschränkter Reiseverkehr durch Vulkanausbruch und solche Geschichten. Also betroffen waren wir eigentlich schon immer mal wieder durch Wetterkapriolen oder weiß der Teufel was. Und wir haben eigentlich immer wieder bewiesen, dass die Veranstaltungsbranche sich wahnsinnig schnell darauf einstellen kann und auch sich wandeln kann. Die Maßnahmen, die wir dann erarbeitet haben, im Mai hieß es ganz klar von der Politik, ihr braucht ein Hygienekonzept. Das ist natürlich mittlerweile gang und gäbe, dass ich einen Desinfektionsspender am Eingang habe, dass ich eine Vollregistrierung habe, dass ich eine Nachverfolgbarkeit habe. Also das sind jetzt kein Hexenwerk, sondern das ist das, was die Politik gefordert hat und das haben wir auch noch innerhalb von 4 Wochen damals geliefert. Das ist aber mittlerweile Standard. Jetzt geht es natürlich darum, wie kann ich garantieren, dass die Personen, die ein Event, eine Veranstaltung betreten, dass die getestet sind, dass die eventuell schon geimpft sind, wie kann ich hier Nachweise führen. Da sind gerade Konzepte in der Erarbeitung. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Es gibt aktuelle Beispiele, die auch teilweise schon medial gegangen sind, die auch im Fernsehen waren, wo man Testkonzerte gemacht hat und hier 150 Leute vorher getestet hat. Die haben fast 2 Stunden gebraucht für die 150 Leute. Also das mit diesen Schnelltests vor Ort ist noch eine extrem schwierige Sache und deswegen sind wir auch jetzt gerade dabei, unsere Konzeption wieder umzuschreiben. Und da geht es jetzt eher in die Richtung, wie können wir, und das ist ja auch jetzt momentan gefordert, in den Städten das Thema Schnelltests mit Tagestickets zentral organisieren, sodass eigentlich wir dann vor Ort, da wo die Menschen sich dann wirklich tummeln und dann aufeinander kommen, mit dem Thema Testen gar nichts mehr zu tun haben, sondern da bereits eigentlich der Test schon erledigt ist. Glaubst du, dass die Digitalisierung an der Stelle auch eine wichtige Maßnahme ist? Es gibt ja in Tübingen gerade dieses Projekt mit den Armbändern. Ist das was, was den Messen auch helfen würde? Ich muss gerade deswegen schmunzeln. Die Stadt Augsburg hatte sich gestern angemeldet, dass sie den gleichen Modellversuch machen wollen wie Tübingen. Haben leider vom bayerischen Ministerpräsidenten eine Absage erhalten, dass sie nicht dürfen. Schade drum. Es wäre schön, wenn wir das jetzt mal ein bisschen mehr in der Breite ausprobieren könnten, weil nur dann sammeln wir ja Erfahrungen und können auch dann im Endeffekt sagen, ob das funktioniert für uns oder nicht. Das Thema Digitalisierung spielt natürlich eine Rolle, ganz klar. Wenn ich, ob es jetzt ein Armband ist oder wie auch immer das dann geregelt ist, aber wenn ich natürlich durch eine zentrale Testeinheit durchkomme und hier quasi meine grüne Karte oder meinen Freifahrtschein für einen Tag bekomme, wie es ja auch in Österreich sehr breit schon gelebt wird, dann können wir mit unseren Einlasssystemen, mit unseren Registrierungssystemen uns da ziemlich schnell darauf einstellen und könnten im Endeffekt genau diese Kontrolle dort durchführen. Und dann hätten wir eigentlich eine sehr saubere Lösung, aber die muss durchgängig sein. Und da hilft es nichts, wenn jetzt die Stadt Tübingen mit dem Anbieter XY zusammenarbeitet und die Stadt Augsburg mit einem ganz anderen, sondern es war ja jetzt schon die Idee, setzt man jetzt mal alle fokussiert auf die Smudo-App, Luca, oder erweitert man doch die vorhandene App oder geht man einen ganz anderen Weg? Man muss sich jetzt da einigen, weil wenn es da 4, 5 verschiedene Lösungen gibt, dann hilft uns das allen nicht weiter. Definitiv. Ja. Ist das Thema Selbsttests dann sehr aktuell? Nehme ich mal stark an. Das ist jetzt aktuell, vor allem, weil wir in der Veranstaltungswirtschaft natürlich jetzt Testprojekte starten wollen. In der Philharmonie in Berlin war jetzt am Wochenende ein Testprojekt, in Augsburg im Eishockeystadion, in Rostock im Fußballstadion. Es laufen ja Testprojekte. Und da brauchen wir genau das, damit wir auch beweisen können, dass die Veranstaltungswirtschaft sich flexibel auf die aktuellen Lagen einstellen kann. Ich persönlich sage,
wenn ich der Politik noch einen letzten Glauben mitgebe und mitschenken darf, im September haben wir Bundestagswahlen. Und wenn wir bis dahin, und das haben ja ganz viele mittlerweile versprochen und immer wieder betont, das Thema Impfung auf einem Level haben, dass wir die Herdenimmunität erreichen können, dann haben wir im Herbst eigentlich nicht mehr das Problem mit den Tests, sondern dann haben wir eigentlich das Thema, wie kann ich den Impfnachweis dann einscannen oder nachverfolgen oder registrieren. Und das müsste jetzt natürlich in allergrößter Geschwindigkeit passieren. Jetzt wurden ja gerade 29 Millionen Impfdosen gefunden, wenn ich das heute richtig gelesen habe. Vielleicht das können wir jetzt auch in der Geschwindigkeit ein bisschen was tun, ja. Ja, wirklich, ja. Ja, hoffentlich. Okay, das ist natürlich ein brandaktuelles Thema, Corona, ganz klar. Aber lass uns auch mal ein bisschen weiterblicken oder vielleicht auch ein bisschen zurückblicken, weil ich habe jetzt zum Beispiel einen Artikel von 2018 gelesen, wo ihr gesagt habt, als Familie, wer sich nicht erneuert, der ist nicht mehr relevant. Das heißt, die Messe ist in Bewegung, war auch schon vor Corona in Bewegung. Was bedeutet das für Standort Deutschland? Wir sind ja Messeland Nummer 1 lange, lange, lange gewesen. Ob wir das aktuell heute noch sind, kann ich Ihnen jetzt gerade gar nicht mehr so genau sagen. Die Chinesen, Inder, Japaner, aber genauso die Amerikaner laufen uns da momentan ganz schön rang ab, weil die sind momentan schon wieder unterwegs in den Märkten und die greifen auch Themen ab. Das heißt, da müssen wir sehr genau aufpassen, was hier mit unserem Messeland Nummer 1 passiert. Die Erneuerung muss stattfinden, das ist ganz klar. Es gab schon ganz viele Beispiele. Ich nehme jetzt eins, weil es bekannt ist und jeder auch mitverfolgt hat, das Thema Cebit. Es war irgendwo schon in der Branche zu spüren, dass diese ganz großen, weit übergreifenden Industrieschauen und Branchenschauen sich nach und nach überleben, sondern dass es jetzt deutlich stärker in die Spezialisierung geht, dass es deutlich stärker reingeht. Treffe ich wirklich den Puls der Zeit, aber auch das Interesse meiner Besucher punktgenau. Es hilft mir nichts, wenn ich, bleibe jetzt einfach bei der Cebit, 3 Tage vor Ort bin und mit mir in diesem gigantisch großen Messegelände alle Informationen zusammensuchen muss. Cebit hat das ja auch versucht, in den letzten Zügen dann auch umzusetzen. Aber es ist doch viel, viel besser. Ich komme morgens ins Gelände, ich habe vielleicht noch eine Abendveranstaltung, aber dann bin ich auch wieder weg und habe dazwischen genau punktgenau die Informationen gefunden, die ich auch gesucht habe und musste mir die nicht zusammensuchen, sondern habe die punktgenau erlebt. Das jetzt mal rein aus dem analogen Bereich. Die Spezialisierung wird ganz stark zunehmen im B2B-Bereich. Im B2C-Bereich ist es die Regionalisierung. Das runtergebrochene regionale Erlebnis, das macht B2C in Zukunft stark. Und hat es auch schon bewiesen, dass es aktuelle Projekte, die es da noch auf dem Markt gibt, auch wirklich stark gemacht hat. Kannst du da mal Beispiele sagen, was das dann für Produkte oder Messen betrifft? Gerade im Bereich B2C ist es ein ganz klares Learning. Diese früher noch bekannten Mehrbranchenverbundmessen, hat mal ein Dozent zu mir gesagt, muss man das benennen, damit man überhaupt mal dieses Kind mit irgendeinem Namen ausstattet. Das ist natürlich heute nicht mehr up to date, sondern ich will natürlich einfach eine moderne Verbraucherschau haben, die aber auch wirklich meine persönlichen Interessen auch irgendwo abdeckt. Ich will da Sachen sehen und erleben und finden, die ich sonst vielleicht noch nicht kenne oder die ich nicht kennengelernt habe, die ich online auch noch gar nicht gefunden habe, weil ich sie noch gar nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Ja? Also ich brauche da schon ganz spezielle tolle, neue und vor allem Angebote, die es einfach auf dem Markt so noch nicht in der Breite gibt. Wenn ich das hinkriege, dann sind die Leute gespannt und dann sind die Leute auch begeistert, weil dann gehen sie nach Hause und sagen, Mensch, war doch heute ein toller Tag. Wenn sie das erleben, was sie sowieso schon erwartet haben, dann braucht es B2C-Veranstaltungen, Messen in dem Fall so in der Form einfach nicht mehr. Also da hat sich auch einiges überlebt. Und das Zweite, also das war Spezialisierung und das Thema Regionalisierung, die Region neu erleben, schauen, was ich vor der Haustür entdecken kann, Thema regionale Bezugsquellen entdecken, mit dem Produzenten selber ins Gespräch kommen, schauen, wo ich mein Obst und Gemüse vor der Haustür frisch, lokal, nachhaltig vom Transportweg auch bekommen kann und ich habe den Hersteller direkt vor Ort, mit dem ich dann auch ins Gespräch kommen kann. Und das trifft den Zahn der Zeit ziemlich. Das klingt total simpel, ist aber in der Umsetzung schon komplex, weil ich muss natürlich auch ein gewisses Bild abbilden. Also ich brauche einen gewissen Umfang von regionalen Produzenten, die ich da zusammenbringen muss, damit das relevant wird. Und natürlich muss ich gucken, dass ich dem Verbraucher hier auch wirklich spannende Geschichten erzählen kann. Und das haben wir mittlerweile in den letzten Jahren ziemlich gut geschafft und hat uns dann auch, und das ist kein Geheimnis, regionale Verbrauchermessen haben durchaus Besucher Schwierigkeiten gehabt, die einfach gesagt haben, da sehe ich ja eh nichts Neues. Das hat sich überlebt.
Das läuft mittlerweile wieder richtig gut. Interessant. Fachverband Messen und Ausstellung. Ihr habt 50 Mitglieder, ist das richtig? Ja, ein bisschen mehr sind wir jetzt schon geworden, aber... Darauf will ich gerade hinaus. Heißt das jetzt, diese Spezialisierung, dass ihr nächstes Jahr 100 Mitglieder seid? Werden da mehrere, worauf will ich hinaus? Werden da jetzt ganz andere Player in den Markt kommen? Ja, kommen auch aktuell schon. Also ich denke, 100 sind es nicht. Also, aber wir sind in einer wachsenden Struktur. Der Fachverband Messen und Ausstellungen wurde gegründet von privaten Veranstaltern und von kleinen und mittleren Veranstaltungsorten. Alle die, die eigentlich nicht quasi in der ganz großen Liga mitspielen und mitgespielt haben, sondern die eben eher die kleineren Spezialisten abgebildet haben. Da tut sich momentan auch wahnsinnig viel. Da kommen Eventagenturen dazu, da kommen Medienverlage dazu, Medienhäuser dazu, die alle sagen, wir haben Spezialisten in der Hinterhand, wir haben spezielle Interessen in der Hinterhand und wir wollen die auf eine Live-Plattform bringen. Und deswegen glaube ich übrigens, wir werden heute mit Sicherheit noch über Digitalisierung sprechen, da bin ich überzeugt. Aber das ist auch das Spannende, dass da Vertriebswege wieder neu entdeckt werden, die eigentlich ganz klassisch sind, nämlich das analoge Marketing face-to-face. Ich glaube, das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt, Digitalisierung und Touchpoints. Ich glaube, dass das Marketing sich generell verändern wird, auch seitens der Kunden. Wie ist dein Blick darauf und was können Messen und ihr an der Stelle für die Messen an der Stelle leisten? Das eine Jahr, das wir uns jetzt in dieser Corona-Phase befinden, hat natürlich gezeigt, dass die Geschwindigkeit der Digitalisierung wahnsinnig zugenommen hat und dass auch alte, verstaubte Messeveranstalter, nenne ich es jetzt einfach mal ganz brutal, die weiterhin auf ausschließlich analoges Business gesetzt haben, natürlich hier ihren Weg überdenken müssen. Aber es ist auch in den letzten Jahren aufgefallen, dass gerade unsere analogen Plattformen auch verstärkt sogar von reinen Online-Shops bedient wurden. Mhm. Ganz klassisches Beispiel, ein CW-Fotobuch, ein Bilder.de, selbst ein Eis.de war am Ende bei uns auf einer regionalen Verbrauchermesse. Warum? Weil die gesagt haben, die Leute, die zu mir auf die Webseite kommen, die kriege ich. Die Leute, die mich googeln oder ein Produkt von meiner Webseite googeln, die kriege ich. Ich kriege aber nicht die, die sich entweder über das Produkt noch keine Gedanken gemacht haben oder die vor dem Prozess des digitalen Bestellens oder des Ausstattens, gerade bei CW Fotobuch oder bei Bilder.de ist es so, die dann sagen, sie wollen natürlich auch die Leute abholen, die da eventuell noch eine gewisse Einstiegshemmnis haben, die da noch eine gewisse Schwellenangst haben. Und die können sie natürlich face-to-face deutlich einfacher abholen. Das hat ein bisschen gebraucht, die auf den Trichter zu bringen. Die sind mittlerweile aber Stammaussteller, weil sie erkannt haben, dass sie dort in eine viel intensivere und engere Kundenbeziehung kommen können. Ich habe einen Wein-Online-Shop bei uns auf einer Veranstaltung, die sind jetzt auch schon zigmal dabei gewesen. Die sagen, ich kriege auf der Messe mehr Neukunden, als ich sie online bekomme. Warum ist das so? Toll. Weil die Online-Kunden diese Reihen bekriegen, da ist nur ein ganz gewisser Teil zum Ende zum Stammkunden zu bekommen. Ich kriege die über Rabattcoupons, ich kriege die über Google Ads und Sonstiges. Dann kaufen die einmal bei mir und dann vielleicht nächste Woche im anderen Shop. Wenn ich die aber vor Ort mal betreut habe, wenn ich die was habe verkosten lassen, wenn ich die mal persönlich abgeholt habe und die einfach einen tollen Tag hatten, dann bestellen die zweimal, bestellen dreimal, bestellen viermal, empfehlen mich Freunden und so weiter. Und das funktioniert weiterhin. Also das Thema Haptik bzw. Ansprechen aller Sinne, das wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Ich meine, wir haben von dir erfahren, dass du auch ein leidenschaftlicher Koch bist. Also könntest du dir vorstellen, dass eine Kochmesse digital stattfindet? Gab es tatsächlich schon, aber ich möchte es nicht. Also da tatsächlich hört für mich einfach die... da hört für mich die Digitalisierung auch auf. Das ist eine richtige Entwicklung, die momentan stattfindet. Es ist eine gute Entwicklung, die stattfindet, dass man nicht mehr für ein Stundenmeeting am Frankfurter Flughafen Fly-in, Fly-out macht und sich dann eine Stunde zusammensetzt. Das ist auch völlig unlogisch und das wird auch so nicht mehr zurückkommen und das ist auch gut so. Und gerade wenn es um den Thema Wissenstransfer geht, wenn es um schnelle Absprachen geht, wenn es um Content geht, wenn es um B2B-Zusammenhänge geht, ist das auch völlig logisch und das finde ich auch super, dass wir jetzt bewiesen haben als Branche, dass wir auch so schnell unterwegs sein können. Wenn es aber dann in persönliche Eindrücke reingeht, wenn es um Emotionen geht und wenn es
um eine Kochmesse geht oder um Genuss, ja, da möchte ich mit dem Produzenten doch ein Zwiegespräch haben. Ich möchte doch sehen, wo kommt denn das her? Der kann mir online viel erzählen, ich möchte das von ihm wissen. Ich möchte von ihm wissen, wie er da dahinter steht. Und ich möchte doch meine Skills, die ich mir selber aneigne oder verbessern möchte, die möchte ich doch live ausprobieren. Ich möchte doch mit dem ins Gespräch kommen und mir nicht irgendwelche YouTube-Tutorials anschauen, was eine gute Sache ist für zwischendurch. Aber am Ende, die echten Skills kriege ich doch ein Live-Erlebnis viel besser mit. Also das ist ja... Ganz zu schweigen vom Probieren. Jetzt, ich komme nochmal zurück auf den Messestandort Deutschland. Wir haben in Deutschland mit die weltgrößten Messegelände. Wie stelle ich mir das in Zukunft vor? Finde ich dann 10 Messen gleichzeitig auf diesen Messegeländen, weil es dann eben diese großen Messeschauen in Zukunft vielleicht nicht mehr in der Form gibt? Das findet jetzt ja schon statt. Also das ist jetzt auch schon Stand der Dinge. Ich glaube persönlich, dass sich das Messewesen verschlanken wird. Es wird einige Branchenschauen in der Form nicht mehr geben. Der Prozess findet ja jetzt auch schon aktuell schon statt. Und das ist ganz klar, wer keine Relevanz mehr auf die Tagesordnung bringen kann, der wird es auch nicht überleben. Ich denke aber trotzdem, dass es gerade die Leitveranstaltungen in ihrer Branche, und da haben wir ja Gott sei Dank in Deutschland doch etliche platziert bekommen, dass es die auch in Zukunft geben wird. Was es wahrscheinlich nicht mehr geben wird, ist dann die jeweils entweder regionalen Ableger oder die kurzfristigen einberufenen Zwischenableger oder was auch immer, diese Zwischenmeetings. Ich denke, dass wir gerade bei den internationalen Leitschauen haben wir ja einen Zwei-Jahres-Turnus, ob der dann verkürzt, verlängert oder wie auch immer wird, das wird man sehen. Aber in diesen Zwischenphasen, da werden wir mit Sicherheit von den jetzigen Digitalprodukten, die am Start sind, von denen ich als Ersatz gar nichts halte, aber als Ergänzung und als Lückenschluss zwischen den jeweiligen Veranstaltungen sind die natürlich genial. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe dann auch einfach diesen Spannungsbogen weiterhin aufrechterhalten, ich kann mich dann 2 Jahre lang auf meine Leitveranstaltung auch freuen, wo ich mit meinen Kollegen dann wieder die Innovationen auf dem Gang dann auch spüren kann und dann auch live vor Ort mich treffen kann, dann habe ich 2 Jahre lang Zeit wiederum mit Zwischenformaten, mit Digitalformaten in der Zwischenzeit, das Ganze dann auch diese Spannungskurve aufrechtzuerhalten und da einfach den Leuten eine Lust zu machen, dann eben auch wieder wirklich dabei zu sein. Was glaubst du bei B2C-Messen, wie stark der Anteil der Menschen, die wirklich auch bereit sind, das zu nutzen, also auch ich nehme jetzt mal einfache Familien, den Handwerker, den weißt du, der einfach bisher mit dieser digitalen Welt nichts zu tun haben musste und auch nicht wollte, wie sehr wir die mit einfangen können, dann mit einem Ergänzungsprodukt, wo ich sage, ich habe eine Live-Messe und ich habe eine digitale, vielleicht, die das Ganze zusammenfasst. An der Stelle auch gerne Appell an die Zuschauer, wenn einer hier einen schlüssigen Ansatz hat, wie man eine B2C-Veranstaltung zwischenzeitlich digitalisieren kann, ohne einfach nur eine schlechte Kopie von Amazon zu sein, bitte jederzeit melden, da gibt es aber noch keinen. Wirklich, also ganz, ganz, ganz ohne Spaß. Es ist so, die B2C-Veranstaltungen, die sich jetzt auch am Markt bewährt und auch gewandelt haben, die haben natürlich ihre Stärke auch weiterhin auszuspielen, durch die Regionalität, durch das Live-Erlebnis, durch das Vor-Ort-Erlebnis. Das ist ganz klar. Ich tue mir bei B2C wahnsinnig schwer, hier ein Modell zu finden, wie ich hier in den Zwischenphasen wirklich die Leute bei der Laune halten kann. Natürlich kann ich das ein bisschen hier über Social-Media-Marketing. Ich kann natürlich einige Aktionen starten. Aber unterm Strich bleibt es ja dabei, eine B2C-Veranstaltung ist im Endeffekt eine Verkaufsveranstaltung, eine Beratungsveranstaltung, aber es geht um Konsum. Und wenn ich Konsum digitalisiere, bin ich ganz schnell beim Onlineshop. Und dann bin ich aber eigentlich da, wo ich es gerade gesagt habe, dann bin ich bei einer schlechten Kopie von Amazon und dann bin ich auch da, wo es jemand anders einfach besser kann. Ja, und dann weiß ich nicht, ob ich mich in dieses Haifischbecken dann reinbegeben muss. Das ist ein höchst interessantes Thema. Euer Großvater, der war schon in Dresden auf der Hygieneausstellung. Gut recherchiert, Respekt. Eure Familie hat Messe im Blut. Heißt das jetzt für euch und auch für den Fachverband, dass Digitalisierung, ich will jetzt nicht sagen, der Teufel ist, aber mindestens mal IGIT ist? Welche, weiß ich ja, dass es nicht so ist, aber welche konkreten Berührungspunkte habt ihr jetzt? Was habt ihr digital schon auf die Beine stellen können? Also nicht, dass das in den falschen Hals kommt. Ich bin einfach ein brennender Verfechter von einem Live-Medium. Deswegen muss ich das auch immer wieder betonen. Aber ihr habt vorhin genau richtig gesagt, man muss ja mit der Zeit sich da auch definitiv reinentwickeln und der Zeitpunkt ist jetzt dafür da.
Der Großvater war übrigens damals als Aussteller in Dresden dabei, deswegen haben wir auch da noch ein bisschen die Erfahrung mitnehmen können. Das war auch vielleicht gar nicht so schlecht. Konkret zum Thema Digitalisierung. Natürlich haben wir, und jetzt kann ich nur für mein Unternehmen auch sprechen, angefangen, digitale Webseminare zu machen. Wir sind reingegangen, haben ja, mehrtägige Versammlungen von Verbänden gemacht, haben teilweise auch als Dienstleister wiederum Jahreshauptversammlungen organisiert, sind reingegangen und haben Branchenkennzahlen wie eine Art Nachrichtensendung auf die Beine gestellt, haben zusammen mit anderen Kollegen aus dem Ausland, mit anderen Messekollegen aus dem Ausland, ein digitales Spitzentreffen von verschiedenen Verbänden gemacht. Das hat auch wirklich super funktioniert. Ich bin auch wirklich begeistert. Es waren viele Leute dabei. Der Content war super. Und das hat auch im Nachhall einfach toll geklappt. Es bleibt dabei, es sind zwei große Hürden zu nehmen, um das auch wirklich dauerhaft für die Zukunft zu etablieren. Mir fehlt noch ein echter Business Case. Es bleibt auch da dabei, dass kaum ein Kollege in unserer Branche mit digitalen Formaten wirklich die Umsätze erzielt, die er eigentlich braucht, um das Bestandsgeschäft weiterzufahren. Das heißt, es muss eigentlich komplett neu gedacht werden, weil der Umsatz, der mit solchen Formaten zu treffen ist, eigentlich viel zu gering ist, um den Aufwand im Bestandsunternehmen rechtfertigen. Das ist die eine Kiste. Und die andere Geschichte ist natürlich, ich habe ja unterschiedlichste Branchen, die ich bediene. Und wenn ich in einer technologischen Branche oder in einer innovativen Branche unterwegs bin, klappt das auch ziemlich gut. Aber wir sind ja auch ganz stark, nicht wir als Veranstalter, sondern Deutschland ist auch ganz stark in dem Bereich Handwerk unterwegs. Und gerade diese Branchen, die tun sich wahnsinnig schwer. Da liegt es nicht mal daran, dass wir jetzt sagen würden, oh Gott, Digitalisierung ist vielleicht der Teufel und ich will damit nichts zu tun haben. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern wenn ich denen das anbiete, dann komme ich zurück, ja, um Himmels Willen, ich muss ja da 3 Stunden an meinem Bildschirm sitzen, um Gottes Willen, das kann ich mir ja gar nicht erlauben. Da kriege ich ja Schmerzen in den Augen, keine Ahnung. Aber es ist im Endeffekt, das sind Branchen, die sind nicht digital affin. Die sind es weder in ihrer bisherigen Arbeitsweise, noch sind sie es natürlich jetzt im Veranstaltungsbereich. Und die stehen natürlich auf ein Live-Erlebnis. Die stehen auf ihr Treffen am Abend und die stehen auf den Austausch, weil nur so findet dann bei denen zumindest der Know-how-Transfer statt. Wenn du 3 Forderungen an die Politik stellen würdest, welche 3 wären denn die dringendsten an dieser Stelle? Ja, die dringendste Forderung ist natürlich aktuell, bitte plant mit uns für die Zukunft. Und wenn ihr das tut, dann gebt uns eine gemeinsame Zielgröße, wo wir uns hinentwickeln sollen. Wir als Veranstalter, aber auch ihr als Politik, sodass wir Hand in Hand auch diese Zielerreichung umsetzen können. Zweite Forderung, es geht natürlich ganz vielen Veranstaltern und auch ganz vielen Dienstleistern momentan um Kopf und Kragen. Gerade der Bereich der innovativen Dienstleister, ohne die können wir nicht leben. Sei es ein Messebauer, sei es aber auch ein Medienhaus und sei es, und auch die übrigens, der Bereich Digitalisierung ist momentan bei denen natürlich stark, reicht aber vom Umsatz her bei weitem nicht aus, um das Geschäft abzusichern. Bitte denkt auch an unsere Dienstleister, denkt an unsere kleinen Veranstalter, die teilweise momentan immer noch keinen Zugang zu Förderungen und Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung haben. Bitte hier auch mit hingucken, sonst können wir nicht zurück in unsere Formate kehren. Und die dritte Forderung ist auch klar zu formulieren. Der digitale Wandel ist für uns ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben und beschäftigen müssen. Hier gibt es Förderprogramme, hier gibt es Möglichkeiten, aber bei weitem nicht so wie in anderen Branchen. Da ist in der Industrie, da ist in dem fertigenden Gewerbe, sind da ganz andere Programme mittlerweile schon aufgelegt, mit denen die durchstarten können. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern bei uns ist das immer noch sehr, sehr zurückhaltend. Unsere Branche ist klein, unsere Branche ist speziell, aber sie ist einfach ein wichtiger Baustein gewesen für viele Zeiten, ob es der Aufbau nach der Kriegszeit ist oder jetzt eben auch eine wirtschaftliche Delle auszugleichen. Messen haben immer dazu beigetragen, die Wirtschaft am Laufen zu halten, ihr Schwung zu geben und das wollen wir auch in Zukunft machen, analog und digital. Aber das muss auch von der Politik gesehen werden, dass wir hier jetzt Unterstützung brauchen. Ein super Statement, Henning. Wir hoffen mal, dass das vielleicht auch durch unseren Kanal an die Richtigen kommt und dass dann da auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Augenmerk auf die Branche gelenkt wird. Wir sind schon wieder fast am Schluss.
Ganz kurze Frage. Die Familie Königke ist so verbunden mit Messen. Insofern ist es kaum vorstellbar. Aber wenn du jetzt nicht in Messen tätig wärst, wärst du Feuerwehrmann oder Koch geworden? Ich wäre auf jeden Fall etwas geworden, wo ich mit Menschen draußen mich live treffen und austauschen kann. Und ob das dann als Koch, als Kellner oder als Gastgeber ist, es ist ganz egal. Aber ich glaube, das Thema Gastgeber beschreibt es euch am besten. Jetzt geben wir als Gastgeber auf unseren Messen den Leuten die Möglichkeit, sich zu treffen. Ansonsten wäre es halt die Gastgebereigenschaft vielleicht in einer anderen Branche geworden. Wunderschön. Ja, das ist, ich glaube, wir verstehen genau, was du meinst. Und das ist einfach auch ein wundervoller Beruf und ein tolles Thema. Das ist es. Absolut. Deswegen nochmals vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast für die Einblicke. Und ja, hoffen wir alle gemeinsam, dass das alles ein bisschen schneller voranschreitet, als wir im Moment befürchten. Auch dir, Nadja, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben. Freue mich auf jeden auch. Fall. Vielen Dank. Danke. Gute Zeit. Ebenso. Und bleib gesund. Genau.